Hi, wenn du nichts zu tun hast, dann kannst du mit uns eine echte Angelrute aus gewöhnlichen Sachen basteln. Es war schön draußen und dieses Video haben wir im Wald gedreht, weil der Hauptbestandteil unserer Angelrute soll ein langer Stab sein. Hey Käfer, wo wachsen solche Stäbe? Nach kurzer Suche fanden wir mehrere passende Zweige und nahmen einen von ihnen. Jetzt müssen wir es von Blättern und kleinen Ästen reinigen. Und wir haben so ein langes Stück für unsere Angelrute bekommen. Als nächstes brauchen wir die üblichen Büroklammer, die man biegen muss wie im Video gezeigt. Machen zwei Stück davon. Wer ist da? Die freche Fliege wollte ein Büroklammer klauen. In einem Abstand von etwa 40 cm von der dicken Ende legen unser Werkstück und mit einem dünnen Draht befestigen es auf der Angelrute. Nach noch 20 cm befestigen wir die zweite Büroklammer, um sowas zu bekommen. Jetzt biegen wir die Büroklammer so, nehmen einen Stab, wickeln es um den Stab und drehen es so, um einen Ring zu bekommen. Legen es an der Spitze der Angel und schrauben es mit der Zange fest. Machen noch ein paar Ringe und verteilen auf die gesamte Länge. Nun brauchen wir eine Angelschnur. Auf unseren war so ein Fisch abgebildet. Das heißt, dass heute können wir ungefähr so eine Beute bekommen. Um es leichter zu haben, hingen wir die Spule auf einem Zweig und durch alle Ringe einfach gefädelt. Jetzt binden wir ein Ende auf Büroklammer und wickeln die Angelschnur wie im Video gezeigt. Um uns sicher zu sein, wickeln ungefähr 10 Meter auf. Als nächstes nehmen wir einen Korken, in dem wir ein Loch gemacht haben, und schieben auf unsere Angelschnur. Um es zu befestigen, stecken dort ein Stück Zweig. Als Gewicht nahmen wir so eine Mutter und genauso am Angelschnur befestigt. Es ist Zeit für den Haken. Ja, wissen wir, dass es mit speziellen Knoten gemacht werden soll, aber wir haben es ganz normal gemacht. Der Bissanzeiger soll ganz oben sein. Dann kommt Gewicht und Haken. Wir haben super Angelrute. Gehen wir zum See. Als Köder nahmen wir die Regenwürmer. Nach einer halben Stunde sahen wir, wie der Bissanzeiger an der Seite gezogen wurde. Ich habe die Angelrute sofort rausgezogen und am Haken war dieser Fisch mit roten Flossen. Später haben wir genau den gleichen Fisch gefangen. Unser Angel funktioniert. Zuerst wollten wir sie am Feuer braten und essen, aber dann wurde es zu schade und sie sind noch zu klein. Also, wir haben sie freigelassen.